Arme um 180 Grad drehen. Dann, Sie machen das sehr gut, haben Sie meine Show schon gesehen? Pro7 Sat 1. Und dann sieht es so aus. Wenn wir jetzt alle gemeinsam bis 3 zählen und nach links drehen, entwirren sich unsere Arme. 1, 2, 3. Jetzt schaut mal her, wie es bei mir aussieht. Und dann habe ich ja gesagt, Sie haben meine Show schon gesehen. Das heißt, ich gehe jetzt hier so raus aus der Situation, gehe aber dann nicht so zurück, sondern ich gehe so zurück. Und das sieht natürlich niemand, weil ich euch abgelehnt habe. Und dann 1, 2, 3 nach links. Und dann hat es funktioniert. Ja? Tief einatmen. Kommen wir zum 40. Geburtstag. Jetzt ganz tief einatmen und ausatmen. Bravo, Florian. Florian, schau mal drunter. Nichts drunter und loslassen. Du machst es sehr, sehr gut. Wahnsinn. Dankeschön. Ich drehe es mal so ein bisschen, dass wir uns alle besser im Profil sehen. Und ihr müsst wirklich ganz tief einatmen und die Magie spüren. Ein bisschen die Arme wieder runter. Sie machen das sehr gut. Sie kriegen auch einen kleinen Applaus. Jetzt ganz tief einatmen. Machen Sie mal. Und wieder ausatmen. Spüren Sie die Magie, wie sie sich durchflutet. Wenn Sie daran glauben. Und jetzt schauen Sie mal drunter. Heben Sie es hoch. Heben Sie es hoch, die Decke. Und schauen Sie drunter. Nix drunter und loslassen. Sie machen das sehr, sehr gut. Das ist für dich, Mann. Renate. Wow, Dankeschön. Wow. Ja, Dankeschön. Schau mal rein. Wow. Sie holen es raus. Wow. Und was ist noch drin? Jetzt sind wir bei 3 in diese Tüte, bei 3. Alle gemeinsam. 1, 2, 3. Buff. Angekommen. Schau. Wahnsinn! Also die Karte noch nicht zeigen, ja? Ich zeige mal meine Vorhersage. Voila! Jetzt einen Riesenapplaus. Ja, Sie zweifeln. Das ist jetzt das Kartenspiel. Und in dem Kartenspiel sind 52 Karten drin mit 2 Jokern. Und das ist die Karte von dir. Glaubst du es denn? Wenn man sich manchmal auf Dinge konzentriert, werden ja auch Dinge wirklich wahr und Realität. Stimmt's? Und jetzt bin ich mal gespannt. Konzentrier dich mal auf deine Karte, okay? Schau die Karte. 3, 2, 1, jetzt. Konzentrier dich auf das Bild. Deine Gedanken. Deine Gedanken. Ja, ich würde sagen, das ist die 6 Pick. Zeig mal deine Karte. Zeig's zum Publikum. Ja. Also jeder sollte anfangen mit einem kleinen Tattoo. Also wenn jetzt Sie, haben Sie ein Tattoo? Nicht? Also wenn Sie ein Tattoo haben wollen, fangen Sie an mit einem kleinen Tattoo, sowas zum Beispiel. Ich werde versuchen, dieses Tattoo Ihnen rüber zu schicken. Ja? Irgendwo haben Sie eine Wunschstelle? Irgendwo am Körper? Hier, wollen Sie es da haben? Aber so kann man nicht schlecht rumlaufen, weil das geht ja nicht mehr weg. Okay, machen Sie so. Okay. Überlassen Sie es mir. Ich bin anständig. Und jetzt bei 3. Gemeinsam. 1, 2, 3. Und was gespürt? Nein. Nicht wirklich, ja? Kann man was erkennen? Ja. Ja, das ist aber nur ein Glitzer da. Das ist ein Glitzer. Zeigen Sie mal die linke Handinnenfläche. Schauen Sie mal selber. Ist ein bisschen verwischt, ja? Ja. Probierst du es gleich nachher auch mal, okay?
Voilà. Und das Gleiche kannst du genauso. Du bist einfach ein graphologisches Gedächtnis. Weil wenn man heute so einen Würfel bekommt, der jetzt durcheinander gebracht worden ist, dann geht es wirklich darum, sich die Farbkombinationen zu merken. Und es gibt 43 Trilliarden Möglichkeiten, den zu lösen. Wenn man aber ein System hat, ist es dann wieder relativ einfach. Komplett, ja. Gib mir den Würfel einfach weiter. Dass jeder mal kurz sieht, das ist wirklich ein extrem leichtgängiger Würfel, mit dem man dann auch die 4,7 Sekunden schaffen kann. Ja, aber sie wird reinschauen. Kann man sehen? Kann man es von hinten sehen, den Würfel? Mhm. Ja. Alle können sehen, okay. Auch sehen? Ja. Nochmal anschauen. 3, 2, 1. Sie haben jetzt die Magic Power. Bei 3, 2, 1, 0. Jetzt eingreifen und rausholen. Wahnsinn! Ja! Ja! Wer glaubt, da ist ein zweiter Würfel? Ich spüre, da ist nichts drin. Ja, aber da oben. Ich bin besinnt. Dankeschön. Okay, weiter. Und dann einfach so in der Mitte das Ganze zerreißen. Dann haben wir zwei so Päckchen. Und jetzt einfach ein Päckchen nach oben oder nach unten, wie ihr wollt. Freie Entscheidung. Drei. Und tauscht ihn mit dem Nachbarn. Den Nachbar tauschen. Wer keinen Nachbar hat, tauscht nicht. Ist egal. Aber wer einen Nachbar hat, tauscht. Und soll mir tauschen? Oder ihr? Ja. Und das jetzt einfach bei uns jetzt. Genau, und diese drei, die ihr getauscht habt, vom Nachbar wieder in die Mitte von den Fächern hineinstecken. In die Mitte von den Fächern hineinstecken. Irgendjemand abschießen, den wir gerne haben. Schießt da einfach jemand ab mit diesem Zettel. Ihr könnt hier Sauerei machen, was ihr wollt. Ich alles bezahlt. So, das nächste kommt jetzt wieder nach unten, das nächste nach unten. Und das nächste, was oben ist, wieder zerkühlen und weiter geht's. Bumm! Ja, Volltreffer! 100 Punkte! Ja. Ja, und es geht immer weiter. Das nächste wieder nach unten und das oberste wieder zerkühlen und abschießen. Hallo! Ich war alles schön. Den ersten Teil übereinstimmt. Und wenn ja, wäre das wirklich wahre Magie in euren Händen. Oh Gott! Toller Tag! Bei jedem, wo es geklappt hat, wieder aufstehen! Bei wem hat es geklappt? Alle aufstehen, bei wem es geklappt hat! Immer dann, wenn ich auseinanderbreite, gehst du mit dem Oberkörper vor, mach das überall falsch. Die Hände hast du hinten, weil meine Hände sind ja gleich da drinnen, ne? Meine Arme. Also, wir üben das jetzt mal. Nochmal. Ja, genau. Sehr gut. Und soweit es halt geht mit dem Nacken, ne? Oder brauchst du Massage vorher? Und nochmal. 6, 5, 4, das ist relativ breit hier, gell? 2, Bodybuilder, ne? Ignition. Lächeln, immer lächeln. Immer Zähne zeigen. Thank you.
Yeah. I get my best flows to test on my next shows while my whiteboard is marked up with